Wir haben ein Wahlprogramm, mit dem wir, und das ist auch Premiere, stärkste politische Kraft in dieser Stadt werden wollen. Berlin braucht einen Senat, der sich den Zukunftsaufgaben stellt. Die haben mit Bildung zu tun, mit Arbeitsplätzen und mit Klimaschutz. Ein Senat, der Prioritäten setzt, der zuhört, mit den Leuten, und zwar mit allen in der Stadt diskutiert, dann Prioritäten setzt, eine Reihenfolge hinbringt, immer mit dem Schwerpunkt Arbeit, Bildung, Klima. Und so werden wir eine Stadt für alle bauen. Ich heiße Ola Olaluwo, ich komme aus Friedrichshain-Kreuzberg. Wir gehen jetzt sozusagen alle Kapitel nach und nach durch. Und da muss man gucken, zu was Änderungsanträge gestellt wurden. Bei der Landesdelegiertenkonferenz, da habe ich in dem Mobilitätswahlprogramm eine Änderung beantragt. Ich habe mich heute hier durchsetzen können mit dem Antrag und bin natürlich hochzufrieden. Wir wollen in Berlin Klimahauptstadt werden, weil dahinter steckt bezahlbare Nebenkosten, dahinter stecken Jobs für Architekten in der chemischen Industrie, für die Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und bezahlbare Nebenkosten und noch der Klimaschutz. Das werden wir anfangen. Berlin könnte der Ort sein, an dem man sieht, wie Zukunft geht. Berlin muss wirklich der Standort sein, in dem E-Mobility, Elektromobilität praktiziert wird. Da müssen wir unseren öffentlichen Verkehr darauf ausrichten und dann müssen wir den Standort Tegel nutzen, um zu sagen, dort findet Forschung statt, dort findet Fertigung von Batterien statt. Das sind die Jobs der Zukunft. Das Berlin-Problem ist, dass in dieser Stadt miserabel verdient wird. Hier werden Löhne gezahlt, die einen zum Aufstocker machen. Und da wollen wir unsere ganze Kreativität zusammen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, zusammen mit Gewerkschaften und Jobcentern reinsetzen und sagen, das muss der Ansatzpunkt sein für Politik und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze, weil das Würde und Sozial ist. Arbeit und Bildung sind auch zwei zentrale Baustellen und Bausteine für eine gute Integration. Wir verspielen unsere eigene Zukunft, wenn wir nicht jedem Kind in diesem Land Möglichkeiten geben. Wir haben ein Wahlprogramm, mit dem wir, und das ist auch Premiere, stärkste politische Kraft in dieser Stadt werden wollen.